Ich erzähle einmal kurz, warum wir diese Demo heute angemeldet haben. Die EU-InnenministerInnen haben für die historische Asylreform gestimmt. Einen historischen Erfolg nennt die deutsche Innenministerin das. In Wahrheit ist es aber ein historischer Fehler, eine historische Schande. Menschen sollen gefiltert werden, gar nicht erst in die EU gelangen und viel schwieriger als bisher überhaupt ein Asylverfahren bekommen. Ankommende Menschen sollen künftig in Haftanstalten untergebracht werden. Bis zu 6 Monate, wahrscheinlich dann noch viel länger. Selbst Familien mit Kindern. Menschenrechtswidrige Masseninternierungen werden erwartet. Zustände dieser Art wurden bereits im Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos gesehen und werden nun weiter legitimiert. Das darf nicht passieren, das muss aufgehalten werden. Um das deutlich zu machen, sind wir heute hier. Danke. Es haben sich vorab ein paar Menschen gemeldet, die heute gerne Redebeiträge halten möchten. Zuallererst begrüße ich dazu Cube von den Busters. Vielen Dank, Cube. Hallo, liebe Menschen. Mein Name ist Cube von den Schwurbelbusters. Wir haben uns heute hier versammelt, um ein klares Zeichen gegen die Asylpolitik in Europa zu setzen. Eine Politik, die seit Jahren in Kauf nimmt, dass mehrere tausend Menschen qualvoll im Mittelmeer ertrinken. Eine Politik, die seit Jahren in Kauf nimmt, dass Menschen in Camps untergebracht werden, in der keine vernünftige Versorgung stattfindet und in denen sie häufig jahrelang verweilen müssen, bis sie dann nach dieser schrecklichen und teils traumatischen Zeit vielleicht wieder abgeschoben werden. Eine Politik, die seit Jahren in Kauf nimmt, dass Rechtsextremismus und menschenverachtende Narrative immer größeren Anklang finden. Während Menschen, die sich dagegen stellen, hochgradig kriminalisiert werden. Als wäre das alles nicht schon erschütternd genug, plant die EU nun Haftlager an Grenzen, in denen geflüchtete Menschen eingesperrt werden sollen. Auch Kinder werden hierbei zwangsweise betroffen sein. Wir als AntifaschistInnen müssen spätestens hier den Schlussstrich ziehen. Die Regierung handelt immer noch menschenunwürdig, nimmt tausende Tote in Kauf und zerstört Millionen von Leben durch ihr rassistisches und diskriminierendes Weltbild. Menschenrechte werden mit Füßen getreten. Schluss damit! Wir stehen vereint und gemeinsam gegen die Kriminalisierung von flüchtenden Menschen. Jeder Mensch sollte das Recht haben, ein Land zu verlassen, wenn er das möchte. No borders, no nations, stop deportations! No borders, no nations, stop deportations!